Hallo zusammen, ich zeige euch jetzt kurz, wie dass man da den Terrassenboden kann, die einzelnen Bretter verschneiden und die Unterkonstruktion mit Staubsauger teilen. Zu Beginn aktivieren wir am besten die Teile, die wir schneiden wollen. Wichtig ist, dass jene Bindengruppe rot ist, also temporär aufgelöst. Das kann man mit der mittleren Maustaste kann man das entsprechend auflösen. Jetzt tue ich das hier aktivieren mit der Aktivierlinie. Ctrl-Shift, linke Maustaste. Das ist am gängigsten. Hier so packen. Dann den Aktivpunkt ganz links bestimmen mit Ctrl-Rechte Maustaste. Anschließend tue ich hier ein bisschen zoomen. Will ich zuerst durchschneiden. Durchschneiden ist der VCD. Genau. Anschließend schneiden, C, wie gehabt. Genau, immer auf die Linie drücken und nicht auf einen Punkt, sonst müsst ihr immer zwei Schnittachsen angeben. Das gleiche mache ich entsprechend da beim Fenster. Wenn ich den Aktivpunkt ganz links habe, muss ich eigentlich gar nie wechseln. Mit der C, D, genau, C für schneiden. Und das gleiche mache ich ja noch bei der Rüstung. Tag, Tag für schneiden, genau. So habe ich es anhand von dieser Kontur da, schaffen, bereits können machen. Das ist der erste Schritt. Anschließend tue ich mir Hilfslinie sagen. Ich gehe jetzt hier mit meiner Unterkonstruktion 15 cm zum Beispiel. Kann ich vom Rand rein, also vom Brettrand. Ich setze es überall, immer am Anfang und Schluss von diesen Bretter. Dort ist dann eigentlich ein Dachs vor Unterkonstruktion, wenn wir so wollen, die wir dann dort drauf planen. Und ich würde sagen, das ist die äußere Kante. Das spielt, denke ich, nicht so eine Rolle, respektive die Unterkonstruktion darf nicht ganz draußen sein und das Stellslager sollte einen guten Platz haben. Genau. Wenn ich jetzt hier Unterkonstruktion zeichnen will, mache ich es am besten mit einer rechteckigen Fläche, mit Zuflügel, Fläche. Fläche Rechteck, genau. Dann kann ich sagen, zwei Punkte oder ein Punkt und Wert. Oder drei Punkte. Zentrum plus Wert, das gibt auch schöne Varianten. Ich tue jetzt mal Eckpunkt plus Wert. Gebe es da ein. Eckpunkt. Genau, horizontal wäre 60 mm. Vertikal tue ich es einfach mal genug. Sicher leicht. Minus 10.000, genau. Das sind alles mögliche Varianten. Ich kann die hier auch zurückschneiden, irgendwo 15 mm vom Brettrand zum Beispiel. Ich habe parallele Hilfslinien gemacht. Häkeln und schneiden. Übrigens mit der mittleren Maustaste könnt ihr auch schneiden für eine Linie auf der gegenüberliegenden Seite vom aktiven Punkt. Das ist noch ein guter Trick. Auf der anderen Seite mache ich das gleiche. Tun wir da parallele Hilfslinien machen mit E 15 mm. Kann ich auch abschneiden entsprechend. Genau, jetzt setze ich einen aktiven Punkt, müssen wir den wieder definieren. Machen wir hier oben mit Ctrl rechte Maustaste. Genau, das können wir so durchschneiden. Wenn ich den noch gestrichen habe, bevor ich ihn kopiere, dann kann ich da modifizieren. Typ gestrichelt und dann kann ich da hier drauf. Genau. Mit der rechten Maustaste gehe ich wieder ins Menü. Jetzt kopiere ich den. Kopieren. Und zwar nehme ich die Funktion Kopieren, entweder mit dem 6 oder hier. Und dann tue ich gemäß Teilung. Und dann sage ich, der Endpunkt von dem ist hier. Dann habe ich schon eine Hilfslinie gemacht. Und ich sage, Anzahl Unterteilungen weiß ich nicht, aber ich kann sagen, ich will gerne 500 Abstand. Und dann sagt immer gut, du hast rund eine Länge von 2,044 und dann kann ich hier sagen, okay, 2 stimmt bei mir, 2 Enter. Dann fragt er mal, was ist 511? Ich sage, jawohl, das ist gut für mich. Und auf den Endpunkt will ich ja, da Standard nein, dann tue ich hier yes. Genau, jetzt haben wir den kopiert. Dann kann ich den wieder packen da. Kopieren. Also ich kann sagen, ja, hier will ich die auch noch. Dann mache ich das Gleiche mit dieser Teilung. Das ist nichts anderes als eigentlich eine Balkenlageinteilung, wenn man so sagen will, oder eine Sparrenlageinteilung, wo man einfach über eine Strecke teilt. Hier wieder, ich tue jetzt das mal mit dem Kursbefehl 6.
T, da steht ein Junger, T für Teilung. Und dann sage ich, du bist der Endpunkt. Ich sage, 500 mm hätte ich gerne zu Schinner, sagt 6,6. Ich sage, ja, ein bisschen mehr als 500 mm geht hier noch. Dann nehme ich halt 6. Und 550, das finde ich okay. Das ist gut. Jawohl, ich wollte eine Kopie am Ende. Tag. So kann ich eigentlich durchgehen. Ja, wieder. Dann ist noch keine Hilfslinie gemacht, sehe ich gut. Genau, so. Kann ich hier wieder packen. Da übergehen. Dort Aktivpunkt bestimmen. 6 teilen. Mein Endpunkt ist da hier. 500 mm. Und wir machen 4. Gut. Jawohl, mein Punkt dort die eine. Ist immer wieder das gleiche. Päckle, 6. Draufgehen. 8. Punkt auf der rechten Seite, sonst stimmt eine Teilung nicht. 6 für Kopieren, T für Teilen. Dann seht ihr Endpunkt immer wieder rum. Nachher lässt, seht ihr das sehr gut. 500 mm. Ja, da gibt es 4,4. Gut, sagen wir, machen 4. Jawohl, das ist gut. Und am Ende wird es. Genau. So sieht auch die junge Konstruktion Einteilung aus. Ich lösche die Hilfslinie. Löschen. Dann machen wir rechts. Oder F12, ja, das gespeichert. Genau. Das könnt ihr noch schneiden, abschneiden, dass wir in dem Sinne nicht im Weg sind. Wir wieder die aktivieren, die ich will, mit der Aktivierlinie, Ctrl-Shift, die linke Maustaste sagen, okay, die will die alle. Zusätzlich möchte ich den auch noch gut schneiden und den auch noch aktiv Punkt bestimmen. Sagen wir mal, ich würde euch gerne da im Fenster 15 mm vom Brettende wieder. Ich habe wieder eine parallele Hilfslinie gemacht. Ich möchte euch gerne mal schneiden. Ist gut. Und ich kann auch sagen, gut, mit der mittleren Maustaste drückbehalten. Dann kann ich euch deaktivieren. Ihr seid gut, aber ich will die anderen noch schneiden, die da am Mauer sind. Auch wieder 15 mm vom Brettrand. Aktivpunkt bestimmen. Genau. Und dann schneiden, sehen. So, abschneiden. Mit Ortsbefehl und Zielschaft. Genau. Ja, das ist mal so ein grob. Grobe Einteilung. Hier ist noch nicht so schön. Entweder gehen wir jetzt hier, ja, da könnte man jetzt auch sagen, wir würden die Platte ein bisschen ausschneiden. Oder wir würden es jetzt hier auf alles schieben. Du jetzt mal ein schieben. 5x Richtung 20 mm. Mit der Konsequenz, dass sie halt nicht ganz ein regelmässiger Abstand ist, was in dem Sinne nicht weiter tragisch ist. Genau. Hier wäre vielleicht auch noch gut, wenn eine schon lässt, sonst, wenn man da drauf schaltet, drückt sie durch. Das kann ich jetzt hier kopieren in X-Richtung, sagen hierher und verschieben sie dann 5x in X-Richtung 150 mm. Ja, aber da wäre sie nicht schlecht. Ich werde auch wieder den Randabstand mit der Hilfslinie für die parallele Hilfslinie definieren. Das ist dann da eigentlich nicht ganz aus dem Brettchen, sondern ein zurückgesetzt als Beispiel kann schneiden. Ja. Wie jetzt natürlich hier mit der Einteilung, die wir hier haben, ja, das Schrauben noch relativ schwierig wird, wie ihr seht. Dann lässt sich etwas überlegen, ob ich die Latte hier noch ein bisschen strecke. Das ist mit 7 gestreckt und 7 Lasso. Genau, ich sehe noch nicht